Sachen. Jetzt wird's gruselig. Wir wollen ein bisschen zocken. Wir spielen ein kleines Horrorspiel. Wir spielen die First of Fatum-Reihe. Die habe ich von einem Freund bekommen. Wir sollen die doch mal spielen. Wir haben das Ganze auch schon live gespielt auf YouTube und auf Twitch im Livestream. Und jetzt gibt's halt die Livestreams für euch nochmal in Videoform, kürzer geschnitten. Ich wünsche euch viel Spaß und gutes Gruseln. Ich weiß nur, das ist ein Horrorspiel und damit hat es schon aufgehört. Ich habe keinen Plan, worum es geht. Ich gehe da komplett blind rein. Und wir schauen mal, was passiert. Wir gehen einfach mal Episodes. Ah, okay. Hier haben wir vier Kapitel und Fragezeichen. 20 Minuten pro Kapitel. Das ist Home Alone. Ist das miteinander vielleicht verlinkt? Ach, hier, guck mal, da ist der Lockout. Das ist vielleicht das, wo ich das Titelbild gesehen habe. Da ist so ein Hochsitz. Wir fangen aber mit Home Alone ein. Wir sind erstmal alleine zu Hause und gucken, was passiert. Mal schauen. Es ist ja anscheinend nicht lange, 20 Minuten pro Spiel. Da können wir die ja eigentlich komplett durchspielen heute. Wir schauen einfach mal, was passiert. Was wir so entdecken können. Das? I don't want to put up. Not even know where to start. Mich das. Also ist irgendwas Seltsames passiert. Excuse my lack of good storytelling skills. Okay. Mir ist es anscheinend eine Geschichte, die mir. Ist das ein Vision Novel? Oder. Ja, wir fangen einfach an. Ja, das finde ich doch mal gut. Wir just start. Wir fangen einfach an. Es war mitten im Sommer. Oder es war die Mitte im Sommer. Es war mitten im Sommer. Die Eltern sind von zu Hause übers Wochenende weg, wegen einem, ja, einer Arbeitsreise. Das heißt, wir waren ganz alleine übers Wochenende. Und wir haben ein paar dezente Schlafprobleme. Er wacht halt random irgendwann am Tag auf. Und hat keinen Anspruch, das zu ändern. Ja, das fühle ich irgendwie. Es ist kaputt. Kaputten Schlafrhythmus hatte ich auch sehr lange. Mittlerweile habe ich es halbwegs wieder eingependelt. Ist das der Wecker? Junge, du deinen Wecker wechseln. Wir haben anscheinend einen dezenten Kater oder so. Wir sehen alles sehr verschwommen. Die gute Tapete. Okay. Es ist alles sehr schwimmerig. Haben wir eine Kamera oder warum haben wir so ein Flimmern? Wir nehmen einfach direkt auf. Wir springen vor Freude. Ich wollte mir das Bild eigentlich angucken. Kann ich springen? Okay, ich kann nur springen, wenn ich mich hier in die Ecke stelle. Hüpf, 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 hüpf. Ich kann auch nicht aufs Bett oder so. Keine Ahnung, welcher Collision ist ich da jetzt festhänge. Mal gucken, was haben wir hier mal schön. Schon Bücher. Die stehen falsch rum. Ich würde die vielleicht mal umdrehen. Ja, es sind Mystery-Bücher. Die sind ein Geheimnis. Die hat man falsch rum im Schrank stehen. Was haben wir hier? Ein Körbchen, ein Schrank, Arbeitsplatz. Kein Computer. Wir haben nur ein Buch. Kann man das Buch gucken? Ah, wir können das Buch gucken. Oh. Ich habe mich hingesetzt. Wir haben keine Hausaufgaben. Okay, er hat Hunger. Kann ich mir noch irgendwas hier angucken? Unsere Sicht ist begrenzt. Er will erst was essen und dann arbeiten. Ja, ihm hungrig, was zu machen, ist auch immer ein bisschen doof. Was haben wir denn hier so draußen? Die Sonne geht auf oder unter. Je nachdem, ich weiß nicht, wann er gut. 8 Uhr. 8 Uhr morgens dann wahrscheinlich. Hier geht die Sonne auf. Eigentlich Lichtschalter? Nö. Dann nehmen wir noch ein paar Bilder, gucken sich Bilder schön an, ein bisschen die Kunst begutachten. Oh, ich habe eine Nachricht gekriegt. Zwei Texte übereinander, das ist schwierig. Escape, wahrscheinlich Nachrichten angucken. C für Crouch, okay. Ah, okay, dann haben wir hier. Okay. Erstmal die Nachrichten an Moody. Warte, wann seid ihr zurück? Wir werden Montag zurück sein. Habe ich dir das nicht gestern gesagt? Cool. Ja, pass auf dich auf und geh rechtzeitig schlafen. Wir hoffen, wir kriegen eine Xbox.
Er hatte es, anscheinend gab es einen Discount für Xboxen. Und ob wir Josh über Nacht bei uns schlafen lassen können für Hausaufgaben. Okay. Ich weiß jetzt, ist okay zur Xbox? Und wir sollen sie anrufen, wenn wir was brauchen? Wahrscheinlich für alles? Make sure to check. Ah, okay, wir haben die Xbox wahrscheinlich bekommen. Wir sollen durch die, also durch die Dinger checken. Aufpassen. Ja, ist okay. Wir sind Sonntag zurück. Hat die nicht gerade gesagt, Montag zurück? Und Montag zurück? Jetzt doch Sonntag? Okay, vielleicht haben sie, müssen sie schneller los wie gedacht. War ja schon später dann. Oh, wir sind 14. Ich dachte, wir wären älter. Okay. Will schlafen, will Pizza. Wir sollen nichts. Wir müssen nichts bestellen. Da ist Lasagne für morgen. Es ist im Kühlschrank. Kann ich das schließen? Was haben wir hier? Oliver. Jojo. Komm hin, Jessica. Also er geht zu Jessica. Also ob wir zu Jessica kommen, das ist anscheinend Party. Vielleicht. Josh is coming. Also Josh kommt auch. Er weiß er nicht. Er hat sie gestern nicht gesehen. Sie ist nicht aufgetaucht, als. Also Jessica. Ist es seine Flamme und sie interessiert sich nicht für ihn. Ist ein bisschen schade für ihn. Du bist Materie, außer du duplizierst dich selbst im Lichtgeschwindigkeit. Dann bist du Energie. Dann sind wir wohl Energie. Okay. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, Eltern sind nicht da, will Mario Kart spielen. Also, wenn die Eltern weg sind, können die Mario Kart spielen. Und so weiter. Seen to crouch. Wir sollten durch die Blinds gucken. Können wir das? Können wir durch die Blinds gucken? Ah, hier. Wir müssen uns bücken. Kann ich die... Gib doch einfach so eine Rille an. Wir sehen nichts. Können wir das hier auch? Wir sehen nichts. Das kommt nach einer Zeit wieder runter. Das sind aber komische Vorhänge. Komische Rolladen. Wir haben viel zu viel Zeit verschwendet. Ich glaube, das wird nichts mehr in 20 Minuten. Dann machen wir bei den Eltern reinschnuppern. Ja, Huni. Haben wir einen Hund? Ist das unser Hund? Oder Nachbarshund? Na, guck mal, da ist einer. Da ist einer weggegangen. War der bei uns in der Garage? Der kam ja von hier. Ist das unsere Garage? Dann war es der Nachbar. Der Nachbar bringt 8 Uhr morgens Müll raus. Kann ich nicht irgendwie Licht anmachen? Darf ich nicht? Okay. C, D, E, keine Ahnung. Kann mich nur bücken. Mal ein paar Squats machen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Morgensport. Okay. Ich habe die nicht berührt. Habe ich sie auf Versehen angetapft? Okay, die gehen einfach runter. Auto. Okay, die gehen automatisch. Auto. Noch nichts Seltsames. Ich nehme an, das wird sich noch so lernen. Es gibt Lasagne. Oh ja, Kühlschrank ist voll. Ja, wir haben auf jeden Fall jede Menge Lasagne. Wir haben Pommes. Wir haben... Auch ein bisschen Obst. Oder sind das Zwiebeln? Es könnten Apfel oder Zwiebel sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir sind versorgt. Können wir uns hier irgendwas nehmen? Nö. Wir können Kühlschrank zuknallen. Okay. Ach da! Wir haben eine Lasagne genommen. Achso, das ist Besteck. Ich dachte, das ist eine Dose. Wir haben sie in den Ofen getan. Oh, Cornflakes. Ich hätte lieber Cornflakes zum Abendessen. Nur zum Frühstück. Was Frühstück? Ich habe wieder vergessen, ob wir jetzt Frühstück haben oder Abendessen. Kann ich hier nicht irgendwo... Na, das Licht ist ja an, aber es ist so verdammt dunkel. Oder kriege ich vielleicht eine Taschenlampe? Was haben wir hier?
Ach, hier geht's raus. Kann spazieren gehen. Oh. Essen ist fertig. Mach die Tür zu, Junge. Lebst du in einer Höhle? Ja, wir nehmen sie auch ohne Ofenhandschuhe raus. Okay, wir essen anscheinend, während wir Fernsehen gucken. Müssen wir nur den Fernseher finden. Der kann ja nicht so weit sein. Hier ist eine Couch, da wird der Fernseher auch nicht weit sein. Da, guck mal. Da ist eine Lampe. Es mangelt an einem Tisch. Wir setzen uns einfach mit dem Essen auf die Couch. Kann mich jetzt schnabutzen? Ich möchte Fernsehen schauen. Okay, Junge, hast du keine Fernbedienung? Oh, wir können auch... Tada! Werfen. Habt ihr keine Fernbedienung? Okay, wir müssen es anmachen. Kannst jetzt die Lasagne wieder nehmen? Natürlich. Schön mit Flusen vom Teppichboden. Vom Teppich. Will ich hier wieder hinsetzen? Jetzt hast du doch den Fernseher an, Junge. Setz dich hin. Danke. Kann ich jetzt essen? Nom nom. Nom 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 nom. Schön gucken. Scheint zu schmecken. Nom nom nom. Spannender Film. Das ist nochmal ein gechillter Abend. Einfach Lasagne futtern und Fernsehen gucken. Okay, wir sind jetzt doch müde nach Essen. Das hört sich komisch an. Soll sich das so anhören? Ich glaube, unser Fernseher geht kaputt. Ich kann jetzt nicht durch die Blinds gucken. Ich darf nicht spionieren, ob einer vor der Haustür steht. Wir haben eine Lampe. Kann ich die mitnehmen, weil die ist schon hell? Nö. Ich kann generell nichts mitnehmen. Ich bin mal so brav und räume meine Schale weg. Ja, warte, Oliver. Ich mache nur meine Schale putz. In. Spülbecken? Ach, da. Da. Okay. Oliver, was möchtest du denn? Können wir telefonieren? Irgendwas ist passiert. Aber ob wir morgen zu Jessica kommen. Okay, wie kann ich ihn jetzt anrufen? Kann ich einmal fragen, okay? Kann ich ihm... Enter, Leertaste. Habe ich einen Senden-Knopf? Hm. Yes. Gut, dann schreiben wir ihm nicht. Wir können ihn anscheinend auch nicht anrufen. Hat er Pech. Immer noch mal die checken. Hey, die geht. Ah, okay. Ich muss nur näher ran. Mal, mal gucken. Vielleicht sehen wir den Hund, der vorhin gebellt hat. Können wir mal vor die Tür gehen. Ha, nochmal schön Luft schnappen. Was haben wir denn hier? Ein paar Stühle. Hier kam ja einer raus. Hier kam ja einer raus. Der ist ja hier lang. Dann ist das unsere Garage tatsächlich, wo er rauskam. Er wollte das Auto klauen. Gut. Oh, machen wir die Tür wieder zu. Hier war doch noch irgendwo eine Tür nach draußen. Hier nicht. Wo war die andere Tür nach draußen? Geht dann in den Garten vielleicht. Na, guck mal. Wir haben einen Teich. Da, schönen Teich. Kann ich da rein? Nee, komm ich. Ah, nee, das ist ein Pool. Immer schön schwimmen. Hat auch keiner was dagegen, wenn ich in voller Montur da reinspringe und schwimme. So. Oh. Oh, schau mal einer, guck. Die Tür war auf und ich war es nicht. Ich hatte sie zugemacht. Da war doch der Dude, der ist da langgelaufen. Haben wir jetzt einen Mitbewohner. Ein Überraschungsmitbewohner. Und da ist der Hund reingekommen. Nochmal checken. Hier ist keiner. Hat er sich im Kühlschrank versteckt? Nein, hat er nicht. Ich kann was trinken.
Schluck, schluck. Oh, ich will auch so eine Flasche haben, die sie mir wieder neu auffüllt. Wir saufen alles leer. Können wir noch irgendwas nehmen? Ich will den Ketchup trinken. Dann halt nicht. Okay. Laufen tut der Junge schwierig. Okay, sorry, wir sehen uns morgen. Okay, don't forget. Don't forget Cem. Ach so, wahrscheinlich ist Cem jemand. Gut. Moment, was war das letzte, was wir sagen? Und chill out, da sollen wir uns mal beruhigen. Wer ist Cem? Was ist Cem? Don't forget Cem, though. Ach, Chemie, die Hausaufgaben! Wir sollen die Hausaufgaben nicht vergessen, ja, dann machen wir die vielleicht. Nach dem Schlafen. Ist das Hundefutter? Dann machen wir unsere Tür auf zu. Ich würde sagen, du machst die jetzt. Dann haben wir Hausaufgaben gemacht. Yay! Oh, wir haben sehr lange Hausaufgaben gemacht. Es war doch eben noch 8 Uhr. Kontrollier noch mal. Gut, wir gehen ins Bett. Wir haben Hausaufgaben gemacht. Wir sind ein braver Junge oder Mädchen. Oh, Mom textet. Okay, wir sollen nicht zu lange aufbleiben und wir werden von Miss Paul dieses Mal nichts hören. Oder Miss Paula. Ach so, die Miss Paula petzt, wenn wir zu spät schlafen gehen. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, wer ist Paula? Ist sie ein neuer Mitbewohner? Die sind noch alleine da. Kann ich ins Bett gehen? Miss Paula verpetzt uns bestimmt die Nachbarin, die Tratschtante. Die schwätzt wieder. Furchtbar. Immer diese nervigen Nachbarn. Und aber lange geschlafen, ganze Stunde. Okay, wir möchten ein bisschen Wasser trinken anscheinend. Würdest du auch aufstehen zum Trinken? Dankeschön. Da hämmert einer. Wieso hämmert da einer? Hämmert der unten? Hämmert der im Haus? Oder seine verdammt laute Uhr, die immer nachts laute Geräusche von sich gibt. Nichts hier. Atmosphäre. Wo ist das dunkel? Es hat aber aufgehört zu hämmern. Es ist aber keiner draußen, der hämmert. Hat da im Haus einer gehämmert? Können wir den Schrank auch reinlunzen? Nö. Türen gehen ja von alleine auf und zu, also lasse ich es einfach auf. Ist ja auch egal. Nehmen wir Luki Luki. Luki Luki, keiner da. Luki Luki, keiner da. So, einmal trinken. Nochmal trinken? Ich denke, das ist genug getrunken. Hat nicht funktioniert, die auf den Tisch abzustellen. Wollen wir mal Luki Luki machen, ob der Fremde weg ist? Es ist ja noch hell. Können wir mal draußen gucken. Auto steht noch. Keiner hat das Auto geklaut. Hier ist irgendwie auch nichts seltsam. Vielleicht guckt derjenige, der eventuell vielleicht hier rein ist, ein bisschen Fernsehen. Wollen wir mal schauen. Hier ist auch keiner. Wollen wir hier mal rausgucken? Vielleicht kann man auch durch den Schornstein rein. Ach, das ist ein Stück Baum. Ein Ast.
Irgendeinen Schatten von irgendeinem Baum. Oh, guck mal, wir haben den Fernseher angelassen. Ne, wir haben ihn ausgemacht. Was haben wir denn hier? Im Debug Mode. Gut. Kann man das ausschalten? Haben wir irgendwas Spezielles an? Ja, gut. Das lässt sich auch nicht ausschalten. Und guck mal, Debug Mode. Wenn dann jetzt irgendeiner sitzt, erschrecke ich mich zu Tode. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Kann ich mich hinsetzen und den Debug Mode angucken? Kann ich, tatsächlich. Spannend. Na, wie geht's dir? Wir gucken gerade ein sehr spannendes Fernsehprogramm. Ich kann es auch nicht ausschalten. Nee, kann hier nichts bedienen. Ich kann nur trinken. Gut. Sagen, wir haben getrunken. Wir checken nochmal die Haustür. Hallo? Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Ich denke, das war nicht richtig. Okay, wir gucken nochmal. Wir haben ja nicht viele gemacht, wir haben uns ja nur umgeguckt. Wir wollen ein bisschen Wasser trinken. Und wir machen diesmal nicht die Haustüre auf, weil das war eine schlechte Idee. Wir sollten ja hier eigentlich durch die Blinds gucken, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie was bringt. Wir sind ja schon drinne. So. Trinken. Kühlschrank zu. Dann gehen wir einfach hoch. Wir ignorieren einfach alles. Es ist alles ganz einfach, ganz simpel. Was ist das hier? Ach, das ist eine Lampe. Dann gehen wir einfach ganz brav in unser Bettchen. Machen unsere Türchen zu. Und gehen in die Haie, als wäre nichts passiert. Oh, wir haben eine neue Nachricht von unserer Mutti. Okay. Wer ist das an der Tür? Bist du da? Wir verstecken uns unter Bett. Okay, wir haben neue Sachen gefunden. Hilft uns das? Deswegen sind wir gestorben. Er steht vor der Haustür. Deswegen sind wir eben gestorben. Click to hide. Das ist ein Fehler, wenn wir jetzt rausgehen. Vielleicht finden wir den Typ, dann wissen wir, wo er steht. Aber was bringt uns das? Wir müssen die Polizei rufen, aber ich habe kein Telefon gesehen. Wir haben ein Handy in der Hand. Ja, wir haben Handy in die Hand. Wieso rufen wir nicht an? Vielleicht müssen wir jetzt das Crouch-Ding machen. Keiner hier. Wir sehen nichts. Wir wissen, wir dürfen die Türe nicht aufmachen. Gehen wir mal bei die Eltern am Fenster gucken. Kann ich mich hier irgendwo auch verstecken? Nee. Steht der Dude immer noch vor der Tür? Gute Frage, nächste Frage. Wieso schließen wir die Tür eigentlich nicht ab? Da ist einer an der Tür. Paula sent me. Okay, wir sollen in unseren Raum gehen und niemanden antworten. Das kriege ich hin, das kann ich. Huhu, na, wie geht's dir? Wir haben einen Dude verdeckt, also Polizei ist auf dem Weg. Die ruft die Bullen. Wir lassen den Typ einfach jetzt vor der Türe stehen.
Ich hoffe, die Tür ist abgeschlossen. Jetzt müssen wir vielleicht warten. Ist das die richtige Reihenfolge? Er kam durchs Fenster rein. Don't answer the door, no matter what it does. Wir gehen nicht an die Tür. Gehen wir doch an die Tür? Moin, Meister. Moin! Ah, ich will. Paula ist an der Tür. Stimmt das, dass Paula an der Tür ist? Wir gehen mal gucken, ob Paula an der Tür ist. Aber wir haben ja Gläser gehört, oder war das jetzt ein Twitch-Ding? Ja, Paula, du musst warten. Irgendwo ist auch ein kaputtes Fenster. Nee, 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 nee. Geh noch mal ganz kurz. Verstecken uns. Ist einer. Das war bestimmt nicht Paula. Die steht hier an der Tür wahrscheinlich. Ja, schön, klingel du weiter. Vielleicht geht der Einbrecher ja nach unten. Geht an die Tür und schnauzt Paula an. Sei jetzt still, hör auf zu klingeln. Hat er mich jetzt verfolgt oder nicht? Sei ich auch sinnlos, sich im eigenen Zimmer zu verstecken, weil da ist nur eine Tür. Da ist die Polizei. Die Polizei macht die Tür auf. Yay! Wir haben die Nacht überlebt. Ich wette, Paula war nicht an der Tür. Da ist mein Freund und Helfer. Kann ich jetzt reingehen? Ja, ich kann jetzt zur Polizei. Ah, okay, schließt sich. Wir haben überlebt. Wollen wir schauen, was passiert, wenn ich die Tür aufmache? Da sind wir ja direkt gestorben. Wollen wir gucken, was passiert, wenn wir ins Schlafzimmer der Eltern gehen? Ja, komm, wir gucken. Wir gucken mal, was passiert, wenn wir ins Schlafzimmer der Eltern gehen. Wir wollen ja alles erkunden. Wir haben ja Zeit. Ja, meine Erlösung. Die Paulina. Paulana. Wer auch immer. Irgendwas mit P. Okay. Gut, das war der. Das war der Dude. Komme ich an dem vorbei? Komm mal, an ihm komme ich nicht vorbei. Wenn ich hier vorne auf den Teppich gehe, greift er mich an. Na gut, da kommt schon die Polizei. Na gut. Kommt die Polizei die Treppe hoch? Tür geht zu. Mach ich die Tür auf. Hallo. Das war wirklich die Nachbarin. Hey. Übrigens, der ist oben im Schlafzimmer von meinen Eltern. Ich sperre den ein. Ich weiß aber nicht, wo sein Komplize ist. Ist nur einer da. Der zweite ist abgehauen. Denke ich, haben wir überstanden. Wir haben auch ein bisschen was erkundet, ein bisschen was herausgefunden. Das war jetzt das Kleinste der Serie. Das war der erste Teil. Und ich denke, im nächsten Video sehen wir uns einfach wieder zur Vierstufe Tomb im Norwood Hitchhike und schauen, was da so geht. Der Teil kann ich schon mal spoilern. Der wird etwas länger wie jetzt der Home Alone. Da gibt es ein bisschen mehr zu sehen und ihr könnt meine wunderbaren Fahrkünste bewundern. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.